Lennart David ist hier heute zu Besuch aus Berlin. Lennart, stell dich doch mal bei unseren ganzen Zuschauern mal einmal vor. Ja, mein Name ist Lennart David, ich komme aus Berlin, bin 15 Jahre alt und bin heute oder das Wochenende bei Tobias und Katrin zu Gast. Genau, und Lennart kam am Freitag hier an mit so einem Flixbus, ne? Genau. Hallo. Lennart. Guten Tag. Und dann haben wir auch gleich natürlich die Situation genutzt und haben erstmal einen schönen Abendausgang gemacht, weil gerade Hamburg ist im Bereich des Streetfishings natürlich abends auch gut zu befischen, weil man hat auch immer überall ein bisschen Licht und sowas. Ne? Und genau das war auch das Ziel. Ne? Streetfishing hier in Hamburg hat dich interessiert. Ja. Du bist ja ein ganz heißer Angler. Das stimmt. Ne? Und da sind wir dann schon den ersten Abend schon mal losgegangen und haben mal unser Glück probiert. Ja, Urban Style halt, ne? Genau. Moin Moin aus Hamburg und wie sagt man in Berlin? Hallo! So, ich hätte jetzt mal gucken, ob ich noch mal was Neues ranbekomme, denn irgendwie ging auf meinen Köder bis jetzt noch nichts. Was denn was Schönes? Na, was? Sag du. Alles nicht so meine Gummis. Also so ein Sandra kann man probieren, aber andere eigentlich nicht mit. So was hier, Pito. Das Köpfchen ist ein bisschen leicht. Hm. So was hier, was ist das denn für einer? So ein Birkley, oder? Ja, nimm doch den mal. Okay, dann nehme ich den mal. So viele Angler und das schon seit zig Jahren, die hier in Hamburg an den Elbfleet hier angeln, da hat man immer nur ein Problem. Platz. Erstens das und wenn du mal auf Toilette gehen willst, ne? Ach so, ja, das ist... Ist hier keine Möglichkeit. Das finde ich auch so toll an Dänemark. Da waren wir gerade ja wieder in Sonderburg und da wird ja auch so viel in der Stadt geangelt. Und was machen die Dänen? Die verbieten das Angeln nicht, sondern die stellen da tatsächlich eine richtig tolle Toilette hin. Die noch nicht mal was kostet, ne? Aber das wäre ja mal ein Anreiz, also auch für Hamburg, dass man auch mal hier vielleicht ein öffentliches WC hinstellt. Würde sich lohnen. Meinetwegen können die gerne 50 oder 70 Cent nehmen, ne? Dann hat man auf jeden Fall nicht immer dieses im Nacken, dass man, wenn man mal muss, dann lange anhalten muss, bis zum geht nicht mehr und dann wieder abziehen muss, ne? Übrigens nebenbei, ich hatte gerade einen Biss. Hattest du gerade? Ja. Ah, Lenny, schade. Aber manchmal sind das auch so Schnurschwimmer, wie es auf dem Weißfisch drin, ne? Mhm. War das richtig doll so, oder? Ja, ein richtiger. Oh, der musst du durchziehen, ne? Hast du ihn? Ja. Schön. Puh, leicht bist. So, mal sehen. Ja, da ist er. Komm mal näher ran. Ah, ist ab. Ach, schade, Lenny. Ich habe Schnur. Nee, du hast deinen Nachbarn. Das ist dein Fang. Hat ja leider nicht hingehauen, ne? Das erste Ausgang, aber man hat ein bisschen was von Hamburg gesehen, ne? Ja. Aber wir waren ja wieder den nächsten Tag schon wieder unterwegs. War ja auch echt grenzwertig dieser Tag, ne? Wir hatten ja 5 Grad Außentemperatur und das Ganze gepaart mit Regen. Ne? Da hat Katrin schon den richtigen Riecher gehabt, dass sie zu Hause geblieben ist, ne? Aber wir waren auch erfolgreich. Ne? Wir hatten ein paar Stellen sind wir angegangen, hatten auch ein bisschen erschwerte Bedingungen, weil hier war auch so ein großes Event hier in Hamburg mit ganz vielen Anglern, so knapp 200 sollen das gewesen sein. Also wir haben überall Angeldruck gehabt, waren aber trotzdem an vielen Stellen alleine. Ne? Ja. Und haben auch überall Kontakte gehabt und auch gefangen. So, schade, dass ich ihn gekriegt habe, den ersten. Eigentlich sollte Lennart ihn ja fangen, aber trotz absolut widrigen Bedingungen heute, Wetter ist schlecht, kommt der erste und ein schöner Meter 50er, ein schöner Sedi, ein schöner Winterzander, toll.
Auf jeden Fall ist das Eis gebrochen. Wir haben gerade einen Rapfenraum gesehen und versuchen jetzt mit so einem Bleispinner mal einen zu bekommen. Und ja, mal sehen, ob es klappt. Fast hätte Lennart seinen ersten Rapfen gehabt. Auf dem letzten Meter kam er, ne? Ja, direkt hier vorne an der Kante. Schade. Aber wir haben eine neue Chance, neuer Köder ist nämlich drauf. Das wäre dann sein erster Rapfen gewesen, ne, Lennart? Ja, leider nicht. Aber der kommt noch. Da bin ich mir sehr sicher. Jetzt aber. Genau. Kleiner Zander hier quer gehackt. Ich dachte, wir hätten jetzt was richtig Gutes. Ist aber nur so ein kleiner, geht schnell wieder rein, der untermaßige Fisch. So. Trotzdem waren wir schon erfolgreich und wir haben überall Kontakte gehabt. Also alles richtig gemacht. Ne? Wir werden jetzt noch mal einen Platz an der Elbe noch mal begehen, weil auch das flache Wasser kann noch mal einen schönen Fisch bringen. Und dann werden wir, je nach Lust und Laune, vielleicht noch mal ein bisschen UL-mäßig mit einem Dropshot auf Barsche gehen, oder? Ja. Dann aber in der Alster. Und jetzt gehen wir erstmal weiter. Platzwerk ist jetzt angesagt. Wir müssen auch ein bisschen aufwärmen, ein bisschen was essen. Ne? Das gehört einfach dazu. Da ist die Motivation wieder da. Und ich hoffe ganz schwer, dass du noch deinen Zander bekommst, Lennart. Oh, guck mal da hinten, der Kormoran. Siehst du den? Ja. Da hinten. Ja. Dann würde ich sagen, versuchen wir auch da mal unser Glück, oder? Auf geht's. Jo. Ja, und heute Morgen, Sonntag, war das Wetter ein bisschen besser. Ne, sind wir los und haben dann die ersten Plätze angefahren. Und was soll ich sagen? Lennart hat uns gleich erstmal. Ach, ich bin so froh, Mensch. Lennart hat abrasiert. Eigenständig seinen Fisch gefangen. Das ist natürlich auch toll. Gestern die Theorie, kann man eigentlich sagen. Ne, ja. Man hat so ein bisschen das Angeln hier im Hamburger Hafen kennengelernt. Heute eigenständig umgesetzt und gleich einen richtig guten gefangen. Ja, und den seht ihr jetzt. Wir haben jetzt, also ich habe jetzt meinen ersten Hamburger Zander gefangen und ich zitter noch komplett. Ja, danke, dass du mit mir angeln warst, Tobi. Und vor allem selbst erarbeitet, Lenny. Geil, ganz toll. Cool. Lenny. So, auf dem kleinen knallgrünen Gummifisch ist der Zander gegangen und ja, so sieht er aus. Sehr schön. Kommt noch einer. Auf jeden Fall. War ganz zittrig, ne? Aber erzähl nochmal. Also ich habe geangelt, ganz normal, wie gestern und vorgestern auch. Und dann auf einmal spüre ich einen Biss, hau ganz doll an und dann hatte ich ihn. Dann habe ich ihn raus herangekurbelt. Tobias hat mir geholfen beim Landen. Und dann habe ich komplett gezittert, bin fast von den Steinen gefallen. Und ja. Vor Freude, ne? Ja. Und Aufregung. Ja, schade, das Wochenende ist schon wieder fast vorbei. Wir haben noch 2 Stunden zum Fischen. Da wollen wir noch mal zusehen, dass auch Katrin noch mal einen rauskitzelt. Ne? Da ist Katrin auch fällig. Ich habe auch noch so einen Lütten gefangen, den hätte ich lieber nicht gefangen. Ne? Im Winter die Kleinen, das ist immer schwer. Ne? Na, ist das ein Barsch oder ein Zander? Und Lennart, bist du heiß geworden? Hat dir das gefallen in Hamburg? Heiß. Das hat mir so sehr gefallen, dass ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen werde. Klasse, ja, das musst du mal im Frühjahr machen, so Mai oder sowas. Ne? Da haben wir noch ganz andere Angelbereiche und ist auch noch eine ganz andere Fischerei. Also Hamburg ist immer interessant für jeden, der mal hierher kommen will, möchte. Jetzt legen wir los. Und das nächste Mal, wenn ich hier bin, dann müssen wir mal mit Lukas angeln gehen. Ja, dann kommt Lukas mit auf jeden Fall. Lukas, du musst mitkommen, hast du gehört? Ja. Die Jungs mit dem L. So, here we go, ab geht's. Ab geht's. Und Lennart, letzter Wurf war das? Ja, der letzte Wurf, wie immer. Ey.
Great. Klasse, Mensch. Ja, brauchst du nicht, kannst du so nehmen, der ist zu klein. Der muss schnell wieder rein, aber ja. Trotzdem Petri, Mensch. Danke. Puh. Und schnell rein wieder mit ihm. Spaß gemacht. Ja. Yes! Da ist er. Komm. Das ist doch ein Abschluss nach Mars, oder? Ja. Wieder auf deinen Köder? Ja, wieder auf den Grün. Hat er schön runtergezogen. Sehr schön.